Die Aufnahme wird eventuell ein Zweiteiler. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 22. Ich mache jetzt noch ein bisschen, weil ich Bock habe, das hier fertig zu machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich noch eine ganze Stunde mache. Dann kann es sein, dass ich einfach die nächste dann direkt hier rankatte. Oder dass wir eine sehr kurze Folge haben, kann auch sein. Ich will im Prinzip bloß ein bisschen Nägel sammeln. Mal schauen, wie es mit dem Tischlerei-Skill ist. Okay. Das könnte sogar sein, dass wir den die Folge noch schaffen. Ja, das machen wir noch. Das ist dann schon fast wieder hier Bootcamp. Kochen brauchen wir Band 1 nicht mehr, weil wir da schon auf 2 Niveau sind. Schlaftabletten? Brauche ich nicht. Ja, wo ich denn geblieben? Ich mache jetzt hier noch ein bisschen. Fahren zurück in die Basis, gucken, was da noch geht. Ich habe direkt schon mein Auge auf irgendwelche netten Büchlein. Im Bett wollte man jetzt eigentlich noch mopsen. Ah, Gott. Was kannst du eigentlich? Ich wollte gerade. Scheiße, da war gerade das Geräusch. So. Wollte gerade da oben zu dem Fenster rein, ne? Egal. So, jetzt legen wir hier noch ein bisschen. Ja. Was macht das eigentlich? Ah ja, macht es nochmal schneller, glaube ich. Ja, schauen wir hier rein. 4-mal Salz. Wie geil ist das denn? Das schlachte ich für den P. Kommt mit. Ich habe mich auf dem Schrank hier landet, deswegen der Schokolade. So kleine Hinweise sind, die uns das Spiel gibt. So. Ich müsste eigentlich ein bisschen pennen, aber hier sind Fenster kaputt und ich weiß nicht, was mir nachts hier vor die Füße fällt. Deswegen kann ich hier nicht schlafen. Ja. Ja. Ein Nagel. Im Ganzen. Ah, hier sind noch ein paar. Oh, das wollte ich gar nicht so legen. Oh, das heißt, das ist leer. Okay. Na gut, und dann wieder raus hier. Das ist noch ein Bit. Ich glaube, hier drin schlafe ich. Das geht. Jetzt geht's euch. Ja, sehr gut. Wow. Ja, der Ernst macht hier drin. So, was kommt hier? Dann gehen wir nochmal in den Zerlegemodus. Ah. Mir ist auch ziemlich egal, ob der nutzbare Materialien herstellt oder nicht. Mir geht es, wenn ich das mache, hauptsächlich um die EP. Haben wir dann noch ein paar Nägel nebenbei rausbringen, dann ist das super. Jo, da sind wir. Tischler, Stufe 3. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir jetzt 10 Skillpunkte insgesamt, den handwerklichen Fähigkeiten und sind damit kein Analphabet mehr. Das überprüfe ich jetzt. Info. Es ist weg. Es ist tatsächlich weg. Wir sind langsam Leser. Ja, cool. Ja, richtig cool. Heißt im Endeffekt, in der Konsequenz, wir müssen jetzt Bücher sammeln. Ja, war cool. Da wollte ich hin.
Da will ich von Anfang an hin. Das hat geklappt. Wenn ich das mitnehmen wollte, habe ich eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, das Ding zu kaputt zu machen. Wir versuchen es einfach mal. Oh, das hat geklappt. Also, das Glück ist heute mit uns, würde ich sagen. Sie wiegen aber 80 Kilo. Ich überlege, wie ich das am besten transportiere. Es ist schon wieder so eine Dunkelfolge, wenn ich jetzt hier rausgehe. Wir gehen mal kurz ins Nebenhaus. Oh, tatsächlich noch Bewohner drin. Wie geplant. Ab jetzt macht es für mich auch mental nicht mehr so Sinn, Sachen so zu zerlegen, wie man es die ganze Zeit schon machen. Schließlich könnten wir ja das Skillbuch vorher gelesen haben und damit ist jeder EP-Punkt, den wir jetzt sammeln, ist schon ein bisschen verschenkt, wenn man das Skillbuch dazu nicht gelesen hat. Das da wiederum führt zu der Überlegung, dass wir jetzt als nächste Priorität Skillbücher haben. Wir werden jetzt Skillbücher sammeln. Könnte mir jetzt die Frage stellen, ob ich nicht nach Moldau fahren will in der Folge. Nur mal kurz in die Bücherei rein. Und das ist eigentlich eine valide Überlegung. Kommt drauf an, wie viel da los ist. Ich bin hin und her gerissen, muss ich sagen. Es kann durchaus sein, dass da problematisch wird. Guck mal, jetzt kann ich auch das benutzen und meinen Stress hier reduzieren. Auch wenn es dauert. Ja. Und nicht viel bringt. Aber cool, wir machen das. Ja. Ja, wir durchsuchen heute mal im Wohnwagen nach Skillbüchern. Oh, da können wir reinkommen. Vorspulen? Nee. Doch, eigentlich müsste ich es vorspulen können müssen. Lesen wir mal. Scheint hier nichts in seinem Stress zu ändern. Das ist nur immer noch die Problematik, weil er ein Raucher ist und ewig nicht geraucht hat. Ne? So. Schauen wir mal hier. Tischlerei. Ah, ich kann mal kurz einen Blick reinwerfen. Fähigkeiten. Erste Hilfe Band 2 braucht man noch nicht, da braucht man Band 1. Kfz Band 1 könnte man lesen. Stealth 1. Ne, da brauche ich auch schon Band 2. Also zur Erklärung: Die ersten beiden Skills sind Band 1, die zweiten sind Band 2, 3 und 4. Ne? Dann ist hier Band 5, Band 3. Band 4 und Band 5. Ne? Also die Bände decken immer ein Skill ab. Das gilt ja übergreifend für alles. Deswegen ist es für mich gerade nicht unbedingt sinnvoll, zum Beispiel halt mir den Band 1 von Stealth mitzunehmen. Den kann ich mir mal einpacken. Und Tischlerei 3 kann ich mir auch schon mitnehmen in weiser Voraussicht, weil die braucht man danach. Ja, nicht nach dem nächsten Level. So, und jetzt können wir mal Kfz Band 1 lesen, würde ich sagen. Mal kurz gucken, wie lange er braucht. Ewig und 3 Tage. Ja, das ist auch normal. Also dafür ist er langsam Leser und dafür kann man auch vorspulen. Also alles cool. So kriegen wir nämlich auch die Nacht rum und dann ist es draußen ein bisschen heller. Kann ich mal zum Zugucken und so. Das Schöne ist, jetzt seht auch hier mal das erste Mal in diesem Let's Play den Boost in Aktion, der von den Skillbüchern kommt. Da steht jetzt Multiplikator 0,9. Man könnte sagen, das ist ja weniger als, also
Mal angenommen, ich kriege einen Kfz-Punkt und da steht 0,9, dann wird es ja mit dem Multiplikator nur 0,9 Punkte und damit viel weniger und das ist voll dumm. Richtig. Aber wenn da 0,9 steht, dann ist das das, was extra noch dazu kommt. Ja? Also wenn jetzt hier eine 3 stehen würde, dann würde ich am Ende quasi das Vierfache kriegen. Er nimmt dann den Punkt, den einen Punkt, multipliziert ihn mit 3 und addiert das auf. So, und hier macht er den einen Punkt, multipliziert ihn mit 0,9 und addiert das dann auf. So, und jetzt haben wir den Band hier gleich durch. Hat er ja nur die ganze Nacht gebraucht. Ist aber nicht schlimm, weil das war's wert. Und dann lasse ich den gleich mal hier. Den braucht man dann nie wieder. Seitdem ich sterbe, habe ich nicht vor. Ihr wisst ja, 500-Tage-Challenge und so. Da unten können wir nochmal reingucken. Ja, hat jeder seinen Rasen gemäht, trotz Apokalypse. Das ist sehr vorbildlich. Ich möchte also nicht beim Campingplatzwächter verfalten. Ah, sehr gut. Mal rein. Da können auch nur Bücher drin sein in solchen Kisten. Heute mal nicht. Wir sind hungrig. Zeitung. Ich müsste eigentlich den Stress reduzieren, ne? Vergiss es. Vergiss es. Koche ich mal eben noch was. Band. Band 2 wäre eigentlich eine Maßnahme. Naja, ab jetzt ist alles eine Maßnahme, was uns irgendwo Skillpunkte bringen kann. Vor allem diese ganzen Lernheftchen stehen uns jetzt offen und so. Ah, das ist schön. Da war ich gerade drin gegangen. Und es nieselt. Ja, hätte ich mal in der letzten Folge meine Gemüse ausgebracht. Das machen wir jetzt noch. Genau. Wir sind bei 12 Minuten. Ich werde jetzt hier nochmal durch die Siedlung zurück mich begeben Richtung Auto. Unterwegs noch den Müll wegbringen. Und Auge auf Bücher haben. Okay. Irgendwo war hier auch ein Bücherregal in dem Ebola. Schon mal viel eher darauf achten sollen. Vielleicht in dem. Schreibe ich gerne mal. Und dann machen wir mal auch das Feld. Wenn es regnet, ist super. Meistens hat man auch so in der Spielewelt hier Regenperioden. Das heißt, wenn es heute regnet, wird es morgen und vielleicht auch regnen und so. Und das ist dann für das Gemüse und so recht gut. Ach, das ist der Wohnwagen. Ich glaube, hier sind keine Bücher drin. Eigentlich witzig, ne? Das sind ja Mobile Homes und ein Mobile Home hätte normalerweise Räder drunter, also hat es ja in der Spielewelt natürlich nicht aus Gründen. Oh. Was ist denn hier los? Das hat man letztes Mal schon, dass das irgendwo in das Tote gestellt hatte. Bei den Mobile Homes, ja, hätten ja normalerweise Räder drunter und hier in der Spielewelt ist das natürlich nicht so möglich, weil da müsste man ja hier eine Stufe einbauen und so und dann müsste klettern. Aber man akzeptiert das so, ne? Man ist so einfach, ja, das ist so ein Mobile Home. Nur weil das die Form hat und weil die Spielewelt eben das sagt. Ne? Landwirtschaft. Sollte ich das lesen? Ich nehme es mal mit. Ich lese es mal noch nicht, weil das dauert dann zu lange. Ah, ich nehme es mit. Das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen. Ich nehme mal alle mit. Wir müssen ja an unsere Zukunft denken. Das heißt am Ende, Junge, warum hast du nichts zu lesen? Schau dir den Dieter an. Hat sogar ein Kochbuch. Oh, Tischlerei 2 ist gut, das kann man lesen. Da ist mit.
Das kommt wieder rein. Ne? Das kommt in den Rucksack. Und die lese ich gleich nochmal. Ja. Oh, wie lange ich das schon brauche, um so eine simple Zeitschrift zu lesen. Ne? Aber krass, den Stress reduziert es scheinbar gar nicht. Beziehungsweise vielleicht muss ich erst so noch hunderte Zeitschriften lesen, damit das überhaupt einen Effekt zeigt. Ich werde es aber trotzdem vehement weiterverfolgen, so. Weil ich keine Ahnung habe, ob es was ändert und nicht. Und Versuch macht klug in dem Fall. So, das kommt alles mit, würde ich sagen. Lecker malen. Okay. Ja, so ein Postbote, ne? Ich habe mir das Replay angeguckt und mal gucken, ob ich das lesen kann, wenn ich es primär ausrüste, aber scheinbar nicht. Ne? Schaufel, Postmantel. Ne, ich habe einen Spiffo-Anzug. Warum sollte ich das Ding tragen? Da ist ein Fenster kaputt, da kommen wir rein. Nicht kaputt, mich hört. Jetzt ist es kaputt. Nicht so, wie ich es gerne hätte. Ah. Das Bad geht öfter, ne? Kaufmann 2, sehr gut. Das habe ich gesucht. Wir haben ja noch so ein altes Kochbuch in der Küche bei uns. Das heißt direkt Kochen für Frauen. Das ist schon so ein bisschen aus heutiger Sicht, also in der heutigen Zeit, schwierig. Ne? Also, man weiß ja, impliziert das nur Frauen kochen oder dass die Frau kochen muss. Da wiegt mich auch gerade auf den Reis, wenn ich davon erzähle. Ich weiß nicht, das ist halt so ein Kochbuch, was bei uns in der Küche liegt. Aber ich benutze das auch. Also, hält mich da nicht dran, auch wenn das Kochbuch das sagt. Es sind tatsächlich ganz nette Rezepte drin. Was ist der denn hier reingekommen? Schnellerei 2 haben wir auch noch nicht. Kochmagazin, Ausgabe 2. Lesen. Jo, dann können wir auch Brot herstellen und sowas. Ja. Die Zeitung will ich mal lesen. Die lese ich auch. Immer noch panisch. Wie die Sau. Die lesen wir auch mal. Das schaltet Rezepte frei, ne, wenn man das macht. Also do it your own engine parts, kannst du gleich mal gucken. Das hat jetzt das Ersatzmotorteil Rezept gelehrt. Ja. Drin hat jemand gewütet. Alles kaputt. Schlimm. Zurück in die Basis. Zurück aussehen, bevor der Regen aufhört. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Ja, da nach oben. Ich war gerade ein bisschen hin und her gerissen, wo ich hin soll. Ja, dann steht eigentlich schon wieder die Überlegung im Raum, ob ich nächste Folge nach Moldau reisen sollte, um einfach nur die Bibliothek zu plündern. Buchhandlung, Bibliothek ist es nicht. Vor West Point habe ich immer noch zu viel Respekt. Diesmal nicht. Ein bisschen konzentrierter als beim letzten Mal.
Hier liegt noch die Axt, die nehmen wir noch mit. Oh, ich habe das Bett in. Oh, nee. Kann so verpeilt sein. Sorry. Ich fahr da runter, um ein Bett mitzunehmen. Und komme ohne Bett wieder. Dafür mit Büchern. Ja, geil. Na, ist mir egal. Jetzt aber erstmal Folgendes. Ich lasse den fallen. Aus Gründen. Und wir machen die Felder. Den Spaten hatte ich dann wieder. Ne, der liegt draußen, ne? Der liegt draußen vorm Feld. Da habe ich mal ein bisschen mitgedacht. Zum Boden. Ah. Da liegt er. Ja. Warum sage ich nicht mal einen Spaten? Wo das doch eindeutig eine Schaufel ist. Oh, zumindest laut. Laut Beschreibungstext. Na, wir machen hier schöne Felder. Ja. Ich bin hier nach Regen, wenn man sucht übrigens. Da reicht eine stille Erde. Und, ah ne, geht auch nicht mehr. Früher konnte man eine stille Erde immer wieder umwühlen. Das kann das Spiel nicht mehr machen. Da konnte man quasi unendlich Regenwürmer generieren. Jetzt muss man tatsächlich ein großes Feld anlegen, wenn man das will. Ah, wird man findet auch durch Fragen und so genug. Willkommen bei Stardew Valley. Dies ist mein Let's Play. Heute zeige ich euch, wie man bis zum zweiten Jahr alle vier Kerzen am Opas Altar ankriegt. Naja, keine Ahnung. Machen wir Projects am Void und ein bisschen farmen. Die Uhr 22 Minuten, es ist hier bald in echt 0 Uhr. Ich bin ein bisschen müde. Wie ich vorhin schon in der vorherigen Folge gesagt hatte, ich hatte einfach Bock aufzunehmen und hab's gemacht. Oh nein, der Regen hat aufgehört. Oh, schade. Das wird auch wieder regnen. Ich habe schon gesagt, es gibt. Nicht für so Regenperioden. Ich muss auf jeden Fall jetzt nicht alles manuell messen, so wie beim letzten Mal. Wenn wir jetzt vielleicht 1-2 Gefäße mehr haben, mit denen wir Wasser transportieren könnten. Ultra müde. Bauen, nee, Quatsch. Sag gut ausbringen. Karotten? Haben wir nicht schon Karotten? Nee, das sind Kartoffeln und Tomaten. Nee, dann machen wir auch ein komplettes Karottenfeld raus. Ah, es regnet wieder. Ah, danke. Danke, Spiel. Ja, wir können wirklich ein komplettes Karottenfeld draus machen. Und ich noch Samen. Aber ist nicht schlimm. Hier drüben mal Kartoffelfeld raus. Der macht das schön, genauso wie man das machen muss. So als Häufchen, damit die nicht zu viel Wasser kriegen. Und damit man sie später leicht ernten kann. Okay.
Kartoffeln? Ja, da machen wir Blumen, Kartoffeln. Überall Kartoffeln. Und ein Elektrozaun gegen T-Rex. Oh Gott, ich hoffe, es geht keiner. Muss man Sauerkirschen ausbringen. So. Ich glaube, wir haben noch Brokkoli. Und Kohlköpfe auch. Wir brauchen mehr Felder. Wir brauchen mehr Felder. Die Müdigkeit hier halt auch bald das Maximum erreicht. Dazu kann ich noch was Lustiges erzählen. Es soll nämlich irgendwann in Zukunft vielleicht mal so sein, dass man dann ohnmächtig wird, wenn das passiert. Und dann halt in der Butnik einschläft. Bis jetzt ist das auch noch nicht implementiert. Und da gibt's wohl irgendwie ein bisschen konfuse Meldungen zu. Also einerseits haben sich die Devs jetzt nicht abgeneigt zu der Idee geäußert, andererseits haben sie es noch nicht bestätigt. Aber andere Spiele machen das tatsächlich so. Also ich glaube in DayZ oder so ist das, glaube ich, so. Wenn da die Müdigkeit zu stark steigt, dann wird man ohnmächtig. Das ist halt Zombie-Futter oder Futter für andere Spieler. Naja, es ist ein bisschen chilliger heute wieder. Weil im Hinterkopf noch mal überlegen, wie ich das Bett hierher kriegen kann. Wahrscheinlich am besten nicht. Ich rüste mir einfach 2 Rucksäcke auf und fahre dann dahin. Ja, ist ein guter Plan. So, Kohlköpfe machen wir jetzt hier mal noch fertig. Oh, das geht sogar auf. Keine Saat übrig. Ja. Dann, was haben wir noch? Radieschen, ja. Bitte. Oh Gott. Ja, viel zu viel. Ich habe 50 Felder. Leider sind Radieschen aber geile Früchte. Ich bin ein großer Radieschen-Fan. Ah, das Spiel bräuchte noch viel mehr so Kram. Kohlrabi, nice. Und das können wir anbauen. Die verschiedensten Kohlsorten. China-Kohl. Willst du schneller sein als Mutt? Machen wir noch ein Feld. Nein, muss kommen. Wenn wir immer dabei sind. Wenn ich jetzt wandern. Danach werde ich mich erstmal waschen. Das sieht schon wieder schlimm aus. Der gute Spiffer-Anzug hat lauter Blutflecken.
jetzt noch das Bevor-Kopf hätten, dann wäre die Sache komplett. Den brauchen wir bestimmt auch noch früher oder später. Die kann man tatsächlich kriegen, wenn man sich in der Nähe von Bevor-Restaurants die Zombies auseinander nimmt. Also, da rennt ab und zu mal so ein Maskottchen rum. Der hat dann das komplette Kostüm dabei. Und sogar meine, es gibt ein Crafting-Rezept mit einem Skill. Wenn man Schneiderei hochgenommen hat. Vielleicht übrigens hoch. Mit der Schneiderei sollten wir jetzt eigentlich auch bald keine Probleme mehr haben. Wir haben das Lernbuch gefunden. Das werde ich nachher mir gleich noch rein verleiten. Und dann werden wir ruckzuck auf Level 2 sein. Und so ab Level 3 droppen wir richtig gut Fäden, wenn wir die Sachen zerreißen. Also irgendwann schwimmen wir in Fäden. Und ab dann ist es ja nur noch normales Grinden. Ich kann nicht mehr fahren. Ja. Das sollte jetzt reichen für die Radieschen. Und meine Idee ist jetzt auch tatsächlich, dass ich das dann, wenn das reif ist, nicht alles auf immer ernte. Schließlich haben wir den Mob, dass Phoenix verrotten kann. Dann ernte ich das einfach on demand. Ne? Machen wir einen Salat. Und wenn die Zutaten alle sind, dann ernte ich den nächsten. Klar, ich kann es auch alles in die Kühltruhe stopfen. Die ist auch zu voll. Ich muss auch sagen, also das ist jetzt kein Weg, der auf lange Sicht sinnvoll ist. Und selbst eisgekühlt kann das Zeug verderben. Aber es reicht nicht mal. Es reicht nicht. Habe ich so verrechnet. Los graben. Wüsten sollten wir ganz gut Regenwürmer haben, wenn wir fertig sind. Oh, 20 Stück. Kartoffeln. Das reicht für 16 Felder. Ne, minus 1. 15 Felder. Ne? 4x15 sind 60. Und wir machen hier 4x4, das heißt, unser komplettes Feld wird sich noch mit Kartoffeln füllen. Minus ein Feld, was wir dann für Radieschen haben. Ja, das könnte man jetzt eigentlich so machen. Alles mit Radieschen und Kartoffeln. Wird auch zweifellos passieren, dass eine von den Pflanzen krank wird. Das ist nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit und die ist recht hoch bei der Menge. Macht dann noch nichts. Feld kommen die Radieschen. Und dann habe ich noch wie viel übrig? Genug für zwei. Na los. Ich kam nicht aus meiner Haut, es tut mir leid. Ein bisschen. Es tut mir ein bisschen leid. Da rein und da rein. Und dann haben wir es geschafft. Die ganze Zuschauerschaft atmet gerade auf. Ich höre es. Oh, endlich zu die Tür. Ich mache das einfach. Kriegen wir mal. Bild mir mal ein, die nutzen, was wir die Kompost sind. Ich möchte jetzt einen Kompost. Vielleicht nutzen wir den Kompost. Im Spiel glaube ich nicht. Ja. Da weiß ich wenigstens, wo sie sind. Ja. Passt das schon. So.
Hier werden wir gleich noch ein Buch lesen. Jetzt wasche ich mich dann erstmal. Das hat sich verdient. Der hat eine Arbeit. Jetzt auch keine Angst mehr vor Blut. Übrigens, es geht schneller, wenn man sich ein Stück Seife aus dem Dings nimmt. Das hat er wahrscheinlich direkt aufgebraucht, das Stück Seife. Egal. Brauche ich denn kein Blut? Nee. Ah. Faden verloren. Das passiert mir zu machen. Die Seife hat er im Prinzip aufgebraucht. So, lass mal die Schaufel fallen. Wir lesen jetzt noch. Oder schlafen wir? Eigentlich ist egal. Geht alles. Natürlich jetzt hier Fitness machen und noch eine Kniebeuge. So. Schon wieder so? Nee, tatsächlich nicht. Es kann sein, dass es deswegen runtergegangen ist, weil ich hier den Mod runtergeworfen habe oder so. Das wäre denkbar. Also, dass manche Sachen von Mods resettet werden, wenn man dann Dinge macht. Wir nehmen schon wieder ab. Nicht gut. Aber auch nicht schlimm. Nicht am Boden schlafen. Ah, mach nicht. Das ruckelt. Sitzen. Ich will lesen und zwar. Das mit dem Schneidern. Schneidern bei 2. Wie ist das bitte? Wer versteht das nicht? Ach, weil er noch auf dem Level von Band 1 ist. Okay, dann hat sich das gerade erledigt. Gibt es was anderes, was ich lesen kann? Ich hier wenigstens bin. Tischlerei Band 2 könnte ich lesen. Das mache ich noch. Ich frage mich, ob er langsamer liest, weil er müde ist oder so. Aber ich glaube nicht. Da gibt es einfach einen Wert für also auf Servern gibt es tatsächlich einen Wert, der da so viel heißt wie Zeit, die ich brauche, für eine Seite zu lesen. Time per Page oder so heißt es. Ist tatsächlich eine Server-Einstellung. Und die hat, glaube ich, nichts mit den Skills hier zu tun, die man hat. Auf Multiplayer-Servern ist es meistens auch ein bisschen schneller eingestellt, weil ihr seht es ja selber, wenn man das auf Multiplayer-Servern normal macht, dann kann man sich hinsetzen und ein Buch lesen und dann erstmal eine Stunde AFK gehen. Und das machen die meisten Multiplayer-Server nicht. So. Genau, pack das zurück. Petition des Postboten. Komm in die Kasse. So, eine Sache mache ich jetzt noch. Boah, hat sich gar nicht regeneriert, ne? Weil er so müde ist. Bin ich echt leider auch ein bisschen müde. Ich würde vorschlagen, wir machen mal wieder einfach mal eine kürzere Folge. Weil viel ist ja nicht passiert. Kann ich vielleicht auch als Bonusfolge. Nee. Die müsst ihr euch voll angucken. Das gehört halt zum Spiel. Oh, hier kommt die Küche hin, das heißt. Hier machen wir die schwimmenden Anhänger dran. Da geht's nicht, weil. Könnte an den Glasscherben liegen. Ich mach die mal weg. Habe ich Handschuhe an? Das ist ganz wichtig, wenn ihr Glasscherben aufheben wollt, dann guckt, ob ihr Handschuhe habt. Die haben so Löcher. Ja, sonst habt ihr eventuell später die Glasscherben in der Hand stecken. Weil die kann man mit der Pinzette auch wieder rausoperieren und so, das geht alles, aber es ist manchmal in einer doofen Situation unnötig. Das geht also nicht. Dann kommt sie drüben rein. Okay. Ah, die zwei Drohne noch mit Drohne. Meine Konzentration lässt leider auch nach, ja.
wäre eigentlich auch noch eine nette Sache, die man lesen sollte. Und Sneaking. Und überhaupt. Ja, oh, jetzt ist schöner Kram drin. Also nächste Folge wieder nach Muldo. Den Buchhandel aufmischen. Oh, da wollen wir jetzt noch mal kurz das Bett holen. Verdient hätten wir es uns. Nee. Also, tut mir leid, aber ich bin heute nicht mehr zu in der Lage. Also nicht, dass ich das irgendwie vorenthalten will euch, aber ich bin auch müde und irgendwie möchte eigentlich mal ins Bett. Also, ich hatte jetzt nur noch Bock, die Sache dort in der Wohnwagensiedlung ein bisschen zu einem Ende zu bringen. Einfach damit ich morgen dort nicht so planlos drin starte. Das war jetzt ja nicht, also ich muss es nicht übertreiben. Ja, den können wir auch aufrüsten. Mal gucken, was das bringt. Da würde ich jetzt eh in Bettteil reingehen. Geht mal hin. Kann ich das Ding aufrüsten? Das geht tatsächlich nicht. Also ich bin jetzt mal schon gucken, wie ich den aufrüste. Machen es mal. Oh, das Zeug drin. Also ich habe es verschwindet. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ne, es geht. Ohne Probleme. Cool. Kann ich den nochmal aufrüsten? Nee. Warum nicht? Ah, mein Jeansstreifen fehlen. Die sind witzigerweise in dem Rucksack drin. Mal raus. So. Aufrüsten. Hm. 24. Na, ist auch okay. Aber reicht nicht. Gut, genug Experimente für heute. Ich schicke den Charakter jetzt schlafen. Und dann werde ich mich selbst auch schlafen schicken. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und so. Ja. Oder gute Nacht. Falls ihr das zum Einschlafen guckt oder was. Bin jedenfalls sehr dankbar, dass ihr das zuschaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Also, bis dann.